Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kommanditaktionäre, ich möchte Ihnen kurz von der gestrigen Mitgliederversammlung berichten, weil ich glaube, das ist ganz gut, wenn Sie das auch mal aus erster Hand mitbekommen. Und möglicherweise werden sicherlich auch ein paar Leute dort gewesen sein, aber es hilft immer, sich da nicht nur auf die mediale Berichterstattung zu verlassen, wo ich manchmal den Eindruck habe, das war eine andere Veranstaltung, auf der du gestern warst, sondern vielleicht mal aus erster Hand was zu hören. Ich glaube, das ist der Mitgliederversammlung gestern und das ist auch meine Hoffnung für heute, in einer beeindruckenden Weise gelungen ist, mit der nötigen Kritik, mit der wir aktuell, was die aktuelle sportliche Performance angeht, umgehen müssen, leben müssen, dann aber auch im zweiten Schritt den Schwenk hinzubekommen, daraus Stärke zu ziehen, weil Fußball ist schnelllebig. Wir haben vor einem Jahr hier als Tabellenführer den Spielerrat und gestern die Mitgliederversammlung, die ganze Mannschaft und den Trainer begeistert gefeiert. Momentan ist seit 2 Wochen etwas andere Stimmung, aber Fußball als Sport und aber auch als Business, und deshalb sitzen wir ja hier, ist natürlich auch mehr als der letzte Spieltag. Und wenn man das zusammen in einen Einklang bringt, sehr selbstkritisch analysiert, was falsch läuft, was man dringend abstellen muss, um dann aber daraus anschließend dann zu zeigen, aber im Kontext betrachtet der letzten Jahre ist es richtig, keine Abrechnung zu machen, keinen Druck zu erzeugen, sondern einfach analytisch zu bleiben und aus der Analysefähigkeit heraus die richtigen Schritte anzugehen, dass wir das können, das hat die Vergangenheit gezeigt. Und das war für mich gestern das Entscheidende, dass am Anfang, wo die Mannschaft reinkam, ich habe gelesen, überwiegend gepfiffen worden ist, das habe ich von oben anders betrachtet, ich würde sagen, es war gemischt, es war 50-50. Und am Schluss aber, nachdem man auch erkannt hat, dass wir sehr selbstkritisch mit der Situation umgehen, diese Mitgliederversammlung eine sehr, sehr große, sehr zukunftsgerichtete Einigkeit ausgestrahlt hat. Und das zeigt auch die Stärke von Borussia Dortmund. Und ich möchte ein kurzes Wort auch persönlich zu Werner Müller verlieren. Ein unfassbar großer Verlust für Borussia Dortmund. Werner Müller hat im Hintergrund sehr viel mehr bewegt, als man das nach außen vielleicht, obwohl man auch schon damit bekommen hat, was er alles bewegt hat, den Eindruck haben konnte. Für mich persönlich war Werner Müller eine ganz besondere Person. Wir haben 2006 den ersten Trikotsponsorvertrag verhandelt. Werner Müller, Christian Kullmann und ich, und in den ganzen Jahren habe ich immer eine ganz persönlich enge, sehr enge Beziehung zu ihm gehabt. Und dass ich einer der Letzten war, der auch noch dann auf der Palliativstation in Essen ihn kurz vor seinem Tode besuchen durfte, das habe ich als extreme Auszeichnung empfunden. Das hat mir auch noch mal sehr, sehr gut getan. Aber das hat mir auch an dem Tag und in den Tagen danach vor Augen geführt, welche großartige Persönlichkeit Borussia Dortmund damit verliert. Und ich glaube, ich kann das seiner Frau und auch den Kindern zurufen, dass ich persönlich, garantiert nicht, aber auch niemand bei Borussia Dortmund diesen großen Mann jemals vergessen wird. Lieber Reinhard Rauwall, Gerd Pieper hat es schon angekündigt, du bist gestern
mit 99,99% der Stimmen wiedergewählt worden. Dazu, glaube ich, kann ich dir auch hier im Rahmen dieses Auditoriums herzlich gratulieren. Und ich möchte aber auch persönlich sagen, dass ich mich darüber sehr, sehr gefreut habe, dass du dich für weitere 3 Jahre zur Verfügung gestellt hast. Weil wenn man eine so lange Strecke des Lebens gemeinsam geht, wie wir beiden die gegangen sind, und nicht nur die ganze Zeit auf der Seite des Trottoirs spaziert ist, wo die Sonne breit geschienen hat, sondern ich kann mich noch gut erinnern, wie wir vor 15 Jahren unsere ersten gemeinsamen Versammlungen absolviert haben. Zeiten, wo wir von Gläubigerversammlung zu Gläubigerversammlung gehetzt sind. Zeiten, in denen wir nachher bis September 2006 unter Gläubigerverwaltung standen. Lenkungsausschuss, Jochen Rolfs, ich will die ganze Historie nicht weiter bemühen, in Düsseldorf am Flughafen rumgelaufen sind. Und nicht, weil wir einen Fluch gesucht haben, sondern weil wir da um die Existenz von Borussia Dortmund kämpfen mussten. Dann die ganzen Jahre, wo du auch immer noch nicht genau wusstest, wo geht der Weg hin. Und diese 15 Jahre, die verbinden uns natürlich sehr stark, das ist völlig klar. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dich auch die nächsten 3 Jahre als meinen Ansprechpartner dabei zu haben, Reinhard. Meinen persönlichen Glückwunsch nochmal heute und ich glaube auch den Glückwunsch von allen anderen. Ich möchte den Mannschaftsrat begrüßen. Alle 4 sind da, da freue ich mich sehr drüber. An der Spitze Kapitän Marco Reus, Lukas Piszczek, Mats Hummels, Axel Witzel. Der Trainer lässt sich entschuldigen, wäre auch gern gekommen. Wir haben das auch diskutiert, aber vor dem Hintergrund, dass wir nun übermorgen ein durchaus wichtiges Spiel in Barcelona haben, dass die Mannschaft gleich anschließend trainiert. Die 4 sind extra hier geblieben. Wir haben das Training ein Stück weit nach hinten geschoben, damit der Mannschaftsrat auch heute die Kommanditaktionäre heute treten kann. Aber vor dem Hintergrund haben wir dann Absprachen mit Michael Zorc und Sebastian Kehl entschieden, dass der Lucien heute sich auf Barcelona vorbereiten soll. Er lässt Sie herzlich grüßen. Und ich erwähne das aber auch nur noch deshalb, damit daraus nicht irgendwelche medialen Schlussfolgerungen wiedergezogen werden. Vorsichtshalber, man wird ja langsam vorsichtig und er ist voll fokussiert auf den Mittwoch. Und das werden wir dann auch versuchen anzugehen. Die 4 sind hier. Ich habe eben schon mal ein bisschen mit Ihnen gesprochen. Die waren auch sehr beeindruckt von der Mitgliederversammlung gestern. Und 3 sind ja schon sehr lange hier. Ich habe Marco Reus, seine positive Rolle in der aktuellen Situation, wo er sich auch als echter Kapitän beweist, schon mehrfach gewürdigt. Die anderen beiden, Lukas und Axel, waren letztes Jahr schon da. Einer ist wieder zurück. Darüber freue ich mich ganz ehrlich gesagt sehr, weil Matsu gehört einfach hierhin. Und von daher herzlich willkommen wieder beim BVB, auch von unseren Kommanditaktionären. Ich möchte mich vor dem Hintergrund des abgelaufenen Geschäftsjahres und den nun auch fast ablaufenden Kalenderjahres bei unseren Mitarbeitern bedanken, bei unserem Betriebsrat oder unseren Betriebsräten, mit denen wir nach wie vor einen sehr oftmals kritischen, aber sehr konstruktiven Dialog pflegen und in einem sehr, sehr guten Austausch sind. Fritz, du bist da als Betriebsratsvorsitzender. Vielen Dank für deine Mitarbeit, für deine kritisch-konstruktive Art, hier alles zu begleiten. Und ich darf dir auch an dieser Stelle noch gratulieren, weil du gestern, wo man dir es noch nicht ansieht, weil du immer braun gebrannt bist, wie du das schaffst, weiß ich nicht, aber du bist es. Du bist gestern Mitglied des ältesten Rates von Borussia Dortmund geworden und dafür, Fritz, auch herzlichen Glückwunsch. Der gleiche Dank gilt meinen Geschäftsführungskollegen, denen ich sehr gut und vertrauensvoll zusammenarbeite. Ich weiß nicht, ob die das auch so empfinden. Ich empfinde es jedenfalls so.
möchte mich bei den Gremien bedanken, mit Gerd Pieper an der Spitze, beim eingetragenen Verein habe ich es gestern auch schon getan und natürlich ganz wesentlich bei Ihnen als Kommanditaktionäre dafür, dass Sie in der ganz überwiegenden Zahl uns auch schon sehr lange begleiten und das, was sich an Entwicklung bei Borussia Dortmund in den letzten 10 Jahren speziell getan hat, auch sehr stark mit Ihrem Dasein und Ihrem Wirken verbunden ist. Vielen Dank dafür. Jetzt kommen wir mal zu den Themen, die Sie am meisten interessieren, nämlich eine sportliche Analyse der aktuellen Situation. Es ist ein bisschen schwierig für mich, heute Morgen das hier so zu formulieren, weil auf der einen Seite möchte ich nicht alles wiederholen, was ich gestern gesagt habe. Auf der anderen Seite möchte ich Ihnen natürlich auch keine andere Analyse geben als gestern, das wäre ja auch Unfug. Von daher, wenn sich dann vieles überschneidet, der eine oder andere gestern da war, möchte ich dafür um Entschuldigung bitten, aber wir haben nun mal diese beiden Versammlungen in der zeitlichen Nähe, deshalb ist das unumgänglich. Wir haben schon nach dem Bayern-Spiel, denn wir sind nach München gefahren, das ist erst 2 Wochen her, und waren Tabellenzweiter und standen vor dem Bayern. Und wir haben schon nach dem Bayern-Spiel gemerkt, dass irgendwas aktuell nicht passt. Wir haben am Freitag nach dem Bayern-Spiel sehr lange, sehr intensiv analysiert. Und glauben Sie mir, ich habe dazu eingeladen und ich habe nach wie vor bei diesen Gesprächen und bei diesen Analysen ein sehr gutes Gefühl, weil sowohl Michael Zorc als auch Sebastian Kehl haben sich in ihrer Karriere nie dadurch ausgezeichnet, dass sie jetzt Leisetreter gewesen wären oder nur bei Sonnenschein da gewesen wären. Und Matthias Sammer wird das ohnehin niemand unterstellen, der er den Himmel selbst bei herrlichstem Sonnenschein nach irgendeiner Wolke absucht. Und von daher haben wir das schon sehr, sehr kritisch, die Dinge analysiert. Und wir haben das am Samstag noch mal intensiviert. Ich hatte auch Reinhard Raubal mal eingeladen, sich da mal von zu überzeugen, dass dort wirklich sehr kontrovers, aber auch sehr konstruktiv diskutiert wird. Und ich möchte Ihnen die wesentlichen Punkte dieser Analyse noch mal vor Augen halten. Wir haben also festgestellt, das erste große Thema ist Zielvorgabe. Und ich will es auch hier jetzt noch mal ganz konkret zitieren, was wir am Tag nach dem letzten Bundesligaspiel in Gladbach gesagt haben. Wir werden in der kommenden Saison alles versuchen, um deutscher Meister zu werden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wir wussten damals schon, dass wir zu 80% falsch zitiert werden würden in den nächsten Monaten. Aber es gab dazu keine Alternative, weil die Alternative wäre ja gewesen, wir haben 76 Punkte geholt. Das war das drittbeste Punkteergebnis, was Borussia Dortmund in der ganzen Vereinsgeschichte erzielt hat. Wir waren 21 Spieltage Tabellenführer. Wir haben der Bundesliga etwas zurückgegeben, was schon verloren schien, nämlich Spannung. Vor einem Jahr haben noch alle geschrieben, die Bundesliga ist so langweilig, weil immer an der Spitze keine Spannung ist und Weihnachten schon klar ist, wer wird deutscher Meister. Das haben wir durchbrochen letztes Jahr. Und ich prophezeie, dass das dieses Jahr auch nicht anders sein wird. Auch dieses Jahr wird Weihnachten noch niemand wissen, wer deutscher Meister wird. Und bei aller berechtigten sportlichen Kritik, die ich jetzt gleich noch ausführe, sollten wir am Ende aber auch noch immer diagnostizieren, Fußball, ich habe es gestern schon gesagt, ist ergebnisorientiert. Und dass wir an 6. Stelle stehen, ist nicht das, was wir wollen. Wir sind aber auch nur 5 Punkte hinter dem 1. Das gilt auch festzuhalten, das soll auch nicht beschwichtigend sein, aber auch das ist eine Realität. Und insofern können wir jetzt, wenn es uns die nächsten Wochen gelingt, jetzt den Move hinzubekommen und zu alter Stärke zurückfinden, können wir auch noch eine ganze Menge an dieser Saison reparieren. Davon bin ich überzeugt. Wir haben also ganz klar festgestellt, es war richtig, dieses Ziel auszugeben. Und solange dieses Ziel nicht komplett unerreichbar ist, solange werden wir auch daran festhalten, weil die Alternative wäre gewesen, dass wir ein ambitionsloser Club geworden wäre. Und
Man kann Borussia Dortmund sicherlich das eine oder andere auch mal vorhalten, dass wir vielleicht manchmal ein bisschen gefühliger sind als im Süden der Republik oder dass wir vielleicht auch manchmal zu besonnen reagieren, aber ganz bestimmt nicht, dass wir ambitionslos sind. Und du konntest nach dieser Saison nichts anderes tun. Wir haben das aber mit allen besprochen, auch aus der Mannschaft heraus. Und die Mannschaft weiß das auch, kam auch der ganz klare Wunsch, das so zu artikulieren. Wohl wissend, dass man sich daran auch messen lassen muss. Aber mir ist es doch viel lieber, wir geben ein ambitioniertes Ziel raus. Und wenn wir das dann nicht erreichen, ja gut, dann haben wir es nicht erreicht, aber wir haben es zumindest versucht, als dass wir von vornherein so einen weichen Plan à la Kommunismus 80er Jahre rausgeben, wir wollen uns international qualifizieren. Okay, ne? Und da bleiben wir auch bei, wir bleiben ambitioniert und die Zielvorgabe war definitiv nicht falsch. Wir haben uns unsere Transferpolitik sehr intensiv vorgenommen. Sie werden verstehen, dass ich jetzt das nicht in extensio ausführen möchte, weil irgendwo gibt es auch noch gewisse Persönlichkeitsrechte, die dagegen stehen. Aber wir haben festgestellt, erstens, dass wir aufsetzen von den 76 Punkten alle im Sommer das Gefühl hatten, dass wir mit den Transfers, die wir gemacht haben, noch stärker werden. Und wenn Sie jetzt mal einen Moment innehalten und sich mal fragen, wie war denn eigentlich so Ihr persönliches Gefühl, werden Sie mir recht geben. Wir müssen aber auch festhalten, dass wir noch nicht komplett das Potenzial aller Neuzugänge abgerufen haben. Das hat bei dem einen perfekt geklappt, bei dem einen oder anderen noch nicht perfekt geklappt. Das ist sicherlich ein Punkt, den man kritisch ansprechen muss. Dass wir da noch nicht voll ausgeschöpft haben. Wir haben auch selbstkritisch eingeräumt und bei aller Liebe und Michael Zorc hat das sportliche Sagen, was diese Dinge angeht. Sebastian unterstützt sie nach Leibeskräften und ich nehme mich gar nicht aus, weil ich die sportliche Verantwortung am Ende trage, ohne permanent in alle Entscheidungsprozesse involviert zu sein. Aber wir hätten nach allen Diskussionen, die wir geführt haben, hätten wir einen zweiten Neuner verpflichten müssen, vielleicht von einer etwas anderen Statur. Das ist so. Gut, nachher ist man immer etwas klüger, weil auch ohne einen mit der Statur hatten wir vorher in dem Jahr sehr viele Tore geschossen und 76 Punkte geholt. Aber Selbstkritik muss sein und ist auch angebracht. Den Fehler, den kreiden wir uns alle an und können wir uns nur für entschuldigen. Aber man muss auch die Größe haben, auch mal einen Fehler einzugestehen und das können wir ganz gut. Wir müssen dann festhalten, dass unser größtes Problem aktuell ist, nicht, dass die Mannschaft keine Qualität hat, jeder weiß, und das ist ja unser Problem, welche Qualität in dieser Mannschaft steckt, denn die haben es ja alle schon bewiesen. Unser größtes Problem ist, dass wir momentan bei vielen, die im letzten Jahr das Spiel unserer Mannschaft und den Erfolg der Mannschaft in sehr großem Maße geprägt haben, wir deutliche Formschwankungen haben. Und da müssen wir dran arbeiten. Und da sind wir auch dran und da analysieren wir sehr viel, was können wir für den Einzelnen tun, damit das sich wieder auf einem Niveau stabilisiert, was wir schon mal hatten. Wenn du einen Spieler hast, der über 3 Jahre nachgewiesen hat, dass er nichts kann, dann musst du jetzt nicht im 4. Jahr analysieren, wie können wir den gut machen. Aber wir haben nur Spieler, die alle schon nachgewiesen haben und auch noch in jüngster Zukunft und auch in dieser Saison. Denn bei aller Kritik, wir haben auch wunderbare Europapokalabende gegen Barcelona gehabt, gegen Inter Mailand gehabt, wir haben Bayer Leverkusen hier beeindruckend geschlagen. Auch in dieser Saison blitzt es auf, aber es ist nicht konstant. Es ist nicht dauerhaft und das ist momentan die aktuelle Formschwäche einer Reihe von Spielern, die zufällig dann auch alle zur gleichen Zeit passieren. Daran müssen wir am allermeisten arbeiten. Das weiß der Trainer, das wissen alle Beteiligten und das ist die Aufgabe der nächsten Wochen, das hinzukriegen. Ich glaube, das ist auch bei unseren Analysen dabei rausgekommen, unser größtes Problem. Und am Ende des Tages sage ich hier auch nochmal, was ich gestern gesagt habe. Es stand überhaupt nicht zur Diskussion,
uns aktuell vom Trainer zu trennen. Ich habe ihm gestern, er war hier, gesagt, dass er unser Vertrauen hat. Und ich habe auch keinen Druck aufgebaut, indem ich eine ganz normale Wahrheit des Fußballs gesagt habe. Am Ende des Tages ist aber Fußball von Ergebnissen geprägt. Und deshalb ist es natürlich wichtig, das ist wichtig für alle Beteiligten, das ist wichtig für Sie, für uns, für alle, auch für den Trainer natürlich, dass wir diese Ergebnisse, wie wir in einem Erwartungshorizont uns befinden, dass wir diese Ergebnisse wieder erzielen und idealerweise nicht so spät. Das ist die innere Wahrheit. Ich habe die Hoffnung und das Gefühl, dass sich in der Mannschaft nach Paderborn was getan hat. Ich habe das Gefühl, dass das ein totaler Schock war, die erste Halbzeit, nicht nur für Sie, für mich, für alle, sondern auch für die Mannschaft. Es ist irgendwas passiert an diesem Wochenende. Ich habe das gespürt. Ich habe am Freitag noch in der Nacht und auch am Samstag auch eine ganze Reihe Anrufe von Spielern bekommen, die mir nochmal gesagt haben, wir müssen jetzt alles innerhalb der Mannschaft auf den Tisch bringen, wir müssen jeden einzelnen Stein umdrehen und es gibt ja immer zwei Möglichkeiten und du hast ja nach so vielen Jahren in diesem Geschäft auch ein Gefühl dafür, ob es sich um Lippenbekenntnisse handelt, das gibt es auch öfter, gebe ich auch ehrlicherweise zu, oder ob es ernst gemeint ist. Und da habe ich schon gestern die Rolle von Marco Reus gelobt, der sehr selbstkritisch da vorangeschritten ist und auch Mats hat das dann auch nochmal im Prinzip nochmal ein bisschen begleitet. Und das war wichtig und da erhoffe ich mir jetzt auch, dass die Mannschaft, am Ende müssen es Trainer und Mannschaft lösen. Da können wir noch so viel analysieren, wie wir wollen. Wir können da nur Hilfestellung leisten, die sind wir allerdings gerne bereit zu geben und geben die auch. So viel erstmal zur sportlichen Analyse. Wir sind ja hier, haben noch ein paar andere Themen. Ich möchte mit Ihnen natürlich auch noch ein paar andere Themen diskutieren. Die wirtschaftlichen Themen, nicht so sehr aufs abgelaufene Geschäftsjahr, die Zahlen haben Sie gesehen, die waren okay. Aber perspektivisch dieses Jahr, wie sieht es die nächsten Jahre aus? Ich glaube, dass wir unabhängig von dieser, ob wir es jetzt Delle nennen, ob wir es aktuelle Formkrise nennen oder wie auch immer wir es bezeichnen, unabhängig davon können wir überhaupt nicht feststellen, dass an der wirtschaftlichen Strahlkraft von Borussia Dortmund in irgendeiner Weise Abstriche gemacht werden müssten. Und auch das ist Ergebnissport. Am Ende dokumentiert sich das in Zahlen. Und den größten Vertrauensbeweis, was die mittelfristige Zukunft von Borussia Dortmund angeht, den hat uns Puma gegeben. Und lieber Björn Gulden, wir mussten sehr lange, sehr hart verhandeln. Carsten Kramer, großes Kompliment auch an dich. Aber wir haben es getan, das hat auch so lange gedauert, deshalb, weil es eben auch sehr hart war, aber wir haben es getan in einer Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens, des gegenseitigen Verständnisses und man hat auch gemerkt, und das, dafür möchte ich mich auch bei dir bedanken, dass Puma ganz klar was die Zukunft angeht, auf Borussia Dortmund setzt und umgekehrt setzen wir auch ganz klar auf Puma. Und dass uns dieser neue Vertrag auch uns die Gelegenheit gibt, die nächsten Jahre ökonomisch weiter anzugreifen, ist ein positiver Begleitumstand. Aber ich kann dir nur zusichern, wir werden auch alles tun, dass du irgendwann auch sagst, ihr habt doch die Erwartungen, die wir als Vorauszahlung im Prinzip in diesen Vertrag investiert haben, auch erfüllt. Wir werden dafür hart arbeiten, Björn. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir dich auch als ehemaligen Fußballspieler, Profi, bei uns im Aufsichtsrat haben. Vielen Dank dir persönlich auch dafür. Wir werden in diesem Jahr erstmalig die Grenze beim Sponsoring von 100 Millionen deutlich überschreiten. Da ist aber noch nicht der neue Puma-Vertrag drin, sonst wäre es einfach. Aber wir haben, und
Da ist uns auch eine Menge gelungen. Carsten Kramer hat da einiges bewegt. Wir haben eine ganze Reihe neuer Partner dazu bekommen, internationaler Partner wie DAZN oder EA Sports, aber auch Partner aus dem Binnenmarkt, alles im Bereich von Champions League, von Champions-Partnern wie Comdirect, EZ, L'Oreal. Sie haben die virtuelle Bandenwerbung gesehen im Signal Iduna Park. Auch da gehen wir einen deutlichen Schritt nach vorn und das wird sich die nächsten Jahre auch massiv auszahlen. Und ich kann Ihnen eins versichern, kann Ihnen jetzt noch nicht mehr zu sagen, aber wir haben noch ein paar Pfeile im Köcher für die nächste Zeit, auch für vielleicht schon die relativ kurzfristige nächste Zeit. Und da werden Sie sich dann auch irgendwann, ich hätte jetzt fast gesagt wundern, aber das ist kontaminiert, das Wort, dann werden Sie schon sehen, dass wir die nächsten Jahre dort auch weiter einen deutlichen Wachstumskurs fahren können und werden. Internationalisierung, wir haben mittlerweile 25 regionale Partner gefunden. Da ist auch mittlerweile ein sehr großes Volumen drin. Wir haben dieses Legendenteam aufgebaut. Großartige ehemalige Spieler von Borussia Dortmund, Roman Weidenfeller, Sebastian Kehl, warten wir immer noch, der fühlt sich zu jung. Michael Zorc fühlt sich zu alt. Marzio Amoroso, Jan Koller, ist großartig. Und damit können wir im Ausland extrem punkten. Wir hatten ein tolles Spiel in Hongkong gegen Liverpool. Wir spielen jetzt im Dezember ein Turnier mit Barcelona, Bayern München und Sao Paulo in Brasilien. Und auch das zahlt ein, weil das in einer großartigen Weise ökonomische Dinge und die Dinge, die Borussia Dortmund ausmachen, wie Tradition, wie Historie, verkörpert und verbindet. Und das speziell im Ausland wird das sehr, sehr positiv bewertet. Stichpunkt Digitalisierung. Wir waren der erste Club in Deutschland, der diese Doku mit Amazon gemacht hat, hat vielen sehr viel Innenansicht bei Borussia Dortmund gegeben und war daneben auch, ich glaube, ökonomisch für alle Beteiligten auch noch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wir haben auf allen Digitalkanälen sehr großes Wachstum zu verzeichnen, auf allen Ebenen. Wir haben momentan als Borussia Dortmund eine Gesamtreichweite von 31 Millionen Menschen, die wir erreichen. Und auch der Signal Iduna Park wird die nächsten Jahre konsequent weiter digitalisiert. Ich möchte noch ein Thema ansprechen, was uns aktuell sehr am Herzen liegt und wo wir die letzten Monate auch sehr deutlich unsere Aufmerksamkeit und unsere Fokussierung darauf gerichtet haben, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben eine eigene Abteilung eingerichtet beim BVB zum Thema Nachhaltigkeit, weil es ist, glaube ich, ein Gebot der Stunde. Und vor dem Hintergrund nicht unendlich nachwachsender Ressourcen und der damit verbundenen vielen Problematiken war es uns auch ein Herzensanliegen, das zu machen. Daniel Lörcher führt diese Abteilung nun und wir werden die nächsten Jahre vieles von dem, was wir beabsichtigen, was wir planen, natürlich auch in Abstimmung mit dieser Abteilung auf Nachhaltigkeit prüfen und danach möglicherweise die eine oder andere Entscheidung daraus ableiten, ändern oder was auch immer. Wir haben einen sehr umfangreichen Nachhaltigkeitsbericht erstellt, den haben Sie sicherlich gesehen und daran können Sie auch erkennen, dass wir dieses Thema sehr ernst nehmen. Ein paar Worte zum Merchandising. Nachdem es ja ein paar Jahre etwas runtergegangen ist, was aber auch ein Branchentrend war, haben wir da die Talsohle durchschritten. Es geht jetzt wieder moderat aufwärts. Wir haben ein neues Outlet-Center in Hagen errichtet, weil wir der Meinung sind, ein Outlet-Center ist definitiv besser als eine durchgehende und zu häufige Rabattierung. Wir haben einen neuen Shop am Königswall in Dortmund eröffnet. Und insgesamt gesehen glaube ich, dass wir auch dort mit zunehmender Internationalisierung da ganz gute Wachstumsmöglichkeiten haben. Und
Bevor ich dann zu einer Bewertung des Jahrzehnts komme, weil sich das gerade mal anbietet, weil das ja in 4 Wochen abgelaufen ist, noch eins: Wir sind dabei in Diskussionen mit der Stadt und der Westfalenhalle, ein Konzept zu entwickeln, was allerdings etwas durchaus Visionäres hat, nämlich das Stadionumfeld komplett neu zu gestalten, in verschiedenen Richtungen, idealerweise mit einer verkehrsberuhigten Strobelallee, mit einem großen Fanhaus, wo sich unsere Fans die ganze Woche begegnen können, wo wir miteinander diskutieren können, möglicherweise mit Hotel, möglicherweise mit einer Kita für die Mitarbeiter, mit Gastronomieangeboten, mit einer anderen Zuwegung, mit anderen Parkmöglichkeiten, mit ganz vielen Dingen. Das ist ein 5- bis 10-Jahres-Projekt, aber das wird auch dann, wenn wir es umsetzen, massive Investitionen auslösen. Aber ich glaube, dass wir das können. Wenn du das am besten frequentierte Stadion Europas hast, dann musst du auch daraus die Verpflichtung spüren, um das Stadion herum beste Möglichkeiten zu schaffen und daraus auch idealerweise noch deutliche Umsätze zu generieren. Da sind wir dran, das machen wir sehr intensiv und das wird nach und nach auch dann entsprechende Fortschritte zeigen, über die wir Sie natürlich dann auch informieren werden. Ich möchte zum Schluss Ihnen nochmal den Fokus darauf richten, dass das Fußballgeschäft langfristiger ist als der letzte Spieltag. Ich möchte jetzt vor dem Hintergrund des auslaufenden Jahrzehnts mal kurz darstellen, was in diesen 10 Jahren passiert ist. Sportlich. Wir haben 2 Meisterschaften gewonnen, zugegebenermaßen die letzte ist 7 Jahre her. Das kommt einem viel vor. Aber fragen Sie mal Leute in Gelsenkirchen oder Liverpool, die werden Ihnen bestätigen. Die werden Ihnen bestätigen, dass das eine relativ kurze Zeit ist. Wenn man sich vorstellt, dass so ein fantastischer Club wie der FC Liverpool seit 29 Jahren darauf wartet, englischer Meister zu werden, dann relativiert sich viel. 2 Meisterschaften, 2 Pokalsiege, 3 oder 4 Supercup-Siege, 4 Vizemeisterschaften sprechen da, glaube ich, eine deutliche Sprache. Aber die deutlichste Sprache, die spricht die Tatsache, dass wir das erste Mal, der BVB gibt 110 Jahre, aber dieses Jahrzehnt war das erste Jahrzehnt, wo wir durchgängig international gespielt haben. Das hat es noch nie vorher gegeben. Zur Erinnerung. Wir sind 1997 Champions-League-Sieger geworden und waren ein Jahr später in der Bundesliga 10. Und dann war es das erstmal wieder mit dem Internationalen. Aber in diesem Jahrzehnt sind wir 10 Jahre hintereinander, haben wir uns für das internationale Geschäft qualifiziert und davon 8-mal für die Champions League und 2-mal für die Euro League. Die eigentliche Pointe ist noch dabei, die beiden Jahre, wo wir uns nur für die Euroleague qualifiziert haben, war beide mal Jürgen Trainer. Das heißt also, in der Nach-Jürgen Klopp-Ära, die ja immer so auch von außen beschrieben wird, als wenn wir seitdem dürstend irgendwo nach einem Wasserloch suchen, haben wir uns jedes Jahr für die Champions League qualifiziert. Das nur mal am Rande bemerkt, sind auch 2-mal Vizemeister geworden und Pokalsieger auch. Das heißt also, dass diese 10 Jahre sportlich sicherlich die besten waren, die Borussia Dortmund jemals gehabt hat. Wirtschaftlich befinden wir uns heute in ganz anderen Dimensionen. Als ich gekommen bin vor 15 Jahren, haben wir 75 Millionen Umsatz gemacht. Heute sind es 500 und ich prophezei mal, das wird im kommenden Jahr garantiert nicht weniger. Wir haben keine Bankkredite. Wir wachsen, wir
haben in diesen 10 Jahren, ich habe das selber nicht geglaubt, ich habe das erst nochmal überprüfen lassen, aber es ist wirklich wahr, wir haben in diesen 10 Jahren 188 Millionen Gewinn nach Steuern gemacht. Und wir können heute mit Fug und Recht behaupten, dass wir von allen Clubs in Deutschland, die sich selbst finanzieren müssen, die unsere Position als Nummer 2 hinter Bayern München sehr, sehr, sehr stark ausgebaut haben. Und auch das ist ein gutes Gefühl, für einen Club zu arbeiten, der Wachstum generiert, der wirtschaftlich solide arbeitet, der seine Rechnungen pünktlichst, meistens noch pünktlicher als pünktlichst bezahlt, wo es überhaupt keine wirtschaftlichen Probleme mehr gibt, sondern eine wirtschaftliche große Stärke. Und der dritte Punkt, der uns in diesen 10 Jahren massiv geformt hat und auch deshalb ist das Sponsoring und Ähnliches bei Borussia Dortmund so ungebrochen groß, ist, wir sind als Club unserer gesellschaftlichen Verantwortung, und das soll auch nicht selbstgerecht klingen, sondern das muss ich einfach auch mal sagen dürfen, wir sind unserer gesellschaftlichen Verantwortung mehr als gerecht geworden. Borussia Dortmund hat als wahrscheinlich erster Club erkannt, dass wir massiv gegen aufkommenden Rassismus und vor allen Dingen aber gegen aufkommenden Antisemitismus anarbeiten müssen. Wir haben Mitarbeiter dafür eingestellt, wir haben Programme entworfen, wir fahren seit Jahren mit Reisegruppen, auch mit vielen jüngeren Menschen, um sie dafür zu sensibilisieren, nach Auschwitz, nach Yad Vashem, um dort mal wirklich den gerade jüngeren Menschen auch zu veranschaulichen, zu was Rassismus und Antisemitismus führen können. Und wir haben nicht umsonst diese Spende von 1 Million an Yad Vashem gemacht, weil das auch eine Signalwirkung sein sollte. Und wenn dieser Kampf, wenn wir dadurch diesen Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus etwas erträglicher machen und etwas erfolgreicher gestalten können, dann war das eine gute Investition von 1 Million. Glauben Sie es mir, auch wenn es letztendlich Ihr Geld war. Aber ich glaube, wir haben es sehr gut investiert. Ich habe dafür viel Kritik bekommen, meistens anonym. Oft konnte man am Wording auch ungefähr erkennen, aus welchen Regionen. Aber wenn es dann so ist, dann nehme ich die auch gerne hin, weil ich glaube, das übergeordnete Interesse, und Sie hätten mal verfolgen müssen, welche Aufmerksamkeit diese Thematik von den deutschen Unternehmen, die dort für Yad Vashem diese Spende gemacht haben, die hatten alle ihren Grund, warum sie es gemacht haben. Der Grund lag nämlich im Zweiten Weltkrieg. Aber Borussia Dortmund hat das aus freien Stücken gemacht und das hat in Amerika eine Riesenwelle ausgelöst und in vielen anderen Ländern auch. Ich glaube, dass wir damit, unabhängig einfach davon, dass wir der Meinung waren, wir müssen das machen, auch sehr viel an Reputation gewonnen haben und in vielen anderen Bereichen ist es ähnlich. Borussia Dortmund wird sich immer einbringen, nie parteipolitisch einbringen, immer einbringen, wenn wir das Gefühl haben, dass diese Gesellschaft in irgendeiner Weise irgendwelche Fehltendenzen aufweist, dann werden wir da sein. Das ist auch ein Versprechen, wenn Sie so wollen. Und ich glaube, das ist der dritte ganz große Punkt dieser letzten 10 Jahre, dass diese Akzeptanz einfach da ist. Und zum Abschluss, wenn das dann dazu führt, dass wir jetzt das Wirtschaftsmagazin Bilanz in einer Jury die 100 am meisten bewunderten Unternehmen Deutschlands kürt und wir auf Platz 15 liegen, gab im Übrigen auch keinen anderen Fußballclub, der unter diesen ersten 100 gewesen wäre, wir auf Platz 15 liegen, dann ist das auch für uns ein Ansporn und auch ein Zeichen dafür, dass ein großer Fußballclub wie Borussia Dortmund auch mehr ist als nur das, was auf dem Rasen sich abspielt. Wir wollen aber trotzdem natürlich auch versuchen, dass es sich auf dem Rasen wieder deutlicher abspielt. Wir haben die nächsten Wochen bis Weihnachten dazu die Gelegenheit. Ich hoffe,
Die Mannschaft nimmt das von hier auch mit, dass die ausgestreckte Hand aller BVB-Fans immer da ist. Man muss sie aber auch ergreifen, man muss das mit Taten hinterlegen. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit reif ist dafür, dass wir das tun. Das Vermögen dazu haben wir. Ansonsten ist dieser Club bei allen kritischen Dingen, die wir heute auch hier besprochen haben, nach wie vor, finde ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Dafür, dass Sie mir erkennbar aufmerksam zugehört haben und für Ihre grundsätzliche kritische Solidarität möchte ich mich an dieser Stelle auch bedanken. Vielen Dank.